So, meine Freunde, willkommen zurück zu Mega Man X. Nach langer Zeit der Pause geht's nun endlich weiter. Ich habe wieder Lust, denn ich habe mir gedacht, ich habe angefangen mit Super Nintendo Capturen und da ist halt dann scheiße, da kannst du keine Save States machen. Aber ich habe das Originalspiel da. Meine Stimme weg. Ich habe das Originalspiel da. Und dachte mir, mach's doch einfach im Emulator. Passwort hast du dir aufgeschrieben, kannst du da wieder starten. Safe States machen, scheißegal. Mach ich jetzt auch. So, an dieser Stelle nochmal. Bei dem Gegner haben wir ja aufgehört. Den ich ums Verrecken nicht geschafft habe. Killer Roos gab mir den Tipp, mir die Strompower von diesem Affendings da zu holen. Ich schätze mal, er meint den hier. So. Den probieren wir auch mal. Falls es klappt, danke Killer Roos. Falls es nicht klappt, ja, trotzdem danke. Nein, kannst du nichts dafür, wenn ich einfach scheiße spiele. So, und ich werde... Ja, und auch hier gibt es den Remix. Ich habe keine Ahnung. Ah, verdammt. Ich... Komm schon. Ich habe mir jetzt auch die letzten, ich glaube drei Teile waren es bloß, angeschaut und habe, ach, fuck you man, und habe festgestellt, Alter, ich habe viel zu wenig geredet und ich, das ist doch echt assig gerade, ey. Ich habe wirklich viel zu wenig geredet, das versuche ich natürlich jetzt einigermaßen zumindest. Und ja, ich werde sehr viel safe staten. Momentan zumindest. Naja. Oder nein, wir einigen uns drauf, ich safe einmal am Ende, also kurz bevor ich beim Endgegner bin, werde ich safe staten. So wie hier jetzt. Und beim... Und beim Endgegner darf ich safe staten so viel wie ich will. Das fängt schon wieder super an für mich. Alter. Schwede, Mann. Nein. Boah, komm. Ah, nein. Ah. Ja, ich merke schon wieder... Alter! Timo quatscht wieder so gut wie gar nicht. Ey, der Gegner ist aber auch echt assig, mal ohne Witz, ey. Safen. Ich quatsch wirklich viel zu wenig, aber es ist ein Spiel, bei dem ich mich echt mega konzentrieren muss. Denn irgendwie... Ah, geschafft. Ja, weiß ich nicht. Mega Man mit viel Quatschen klappt bei mir nicht. So, jetzt kann ich hier wieder safe staten. Und jetzt muss ich bis zum Endgegner ohne kommen. Und das wird wieder lustig. Uah. Aber auch das kriege ich hin. Und dann mal sehen... Alter. Mal sehen, ob wir den Gegner schaffen. Uah. Ich hoffe ja, dass ich den Gegner schaffe. Weil dann werden wir mit der Strompower, wie es Killer Roos so schön sagt, ich habe keine Ahnung, was für eine Power das ist.
schätze mal wirklich irgendwas mit Strom. Versuchen den Armadillo Man Drecksviech platt zu kriegen. Und ja, dann Herzcontainer, kommen wir nicht hin. Bam. Aha. Hopp, und den nochmal weggebasht. So, und da hoch. Und, ach so, ja. Oh, das Viech ist mies. Im Zuge meines, meiner Aktion... Alter! Ich... Sorry. Musste sein. Wie gesagt, verlasst euch nicht. Im Mario-Ding hat es auch nicht funktioniert. Verlasst euch nicht auf mein Wort. Ich werde wahrscheinlich am Ende trotzdem alle 5 Minuten self-staten. Ja, komm. Danke. Endgegner. Widme ich dieses Let's Play meinem Cousin Dennis. Denn als wir klein waren, mein Gott, haben wir dieses Spiel gesuchtet ohne Ende. Und wir sind sogar im Real Life draußen rumgelandet und haben Mega Man nachgemacht. Wir haben neue Gegner erfunden. Wir waren Mega Man Nerds. Moment. Nee. So. Okay, das war nichts. So. Wenn man einmal die Pattern der Gegner kennt, also die Abfolge, die Reihenfolge, wie sie angreifen. Verdammt! Sind sie eigentlich normalerweise gar nicht so schwer. Man muss halt wissen, was man wie, wo, wann zu tun hat. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, ich kriege es dann doch jetzt hin. Wenn er nicht immer den dämlichen Rush macht, ey. Dämliche Affe. Jetzt komm du mal her. Komm. Nochmal schnell safen. Alter. Aber er hat schon mal weniger Energie wie ich. Das gefällt mir meistens gut. Weil wenn sie Alter. Wenn sie weniger Energie haben wie ich, bin ich so ein bisschen im Vorteil. Außer sie spielen natürlich unfair. So, jetzt komm, letzter Schlag. Ja. Und ich glaube, die Strompower ist das komische lila Zeug, das, was er die ganze Zeit auf mich geballert hat. Naja, gut. Mega Man, you get Electric Dingsbums. Gut, den Code brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann werden wir ganz klar Armadillo Man nochmal probieren. Heißt der so? Armadillo. Achso, die heißen ja nicht mehr Man am Ende, ne? So, dann werde ich mal gucken. E-Spark. Okay, den haben wir bekommen. Nochmal schnell safen. Okay, das war scheiße. Das war wieder doof.
und rushen hier einmal durch. Yeah, komm, weiter, weiter, weiter. Wow. Alter. Uah. Ja. Alter. Komm schon. Erst mein Herz wieder aufladen. Ach nein. Ja, diese Level mache ich von vorne. So. Bam. Ah. Komm. Wow. Weg, weg, weg. Alter, wie ich die kleinen Mistviecher hasse, ey. Einfach wegdrehen, das war ja die Devise. Ich weiß nicht, ist der Fuzzi noch hinter mir? Nee, ne? Und wenn, ist es mir egal. Mein Tank füllt sich wieder. Nein. Der Tank ist bei Endgegnerkämpfen trotz Safe States nützlich. Denn... Na gut, eigentlich ist es prinzipiell egal. Aber, ja. Lieber einen gut gefüllten Tank dabei als keinen. Na? Ja, okay, das, wie gesagt, ach, vergesst es. Ich save-state, scheißegal. Mit Remix Musik habe ich nicht so laut gestellt, deswegen sollte das auch nicht so dolle auffallen. Oh, ich falle. Ja, und genau in den Typ rein. Selbstverfreilich. Gott sei Dank habe ich gesave-stated. Das wäre sonst ziemlich böse geworden gerade. Gehe ich mal lieber hier runter. Ah, das da oben haben wir schon. Ah, der geht von alleine kaputt. Aber ich war auch zu unfähig. Muss ich zugeben. Das hätte ich auch so hinkriegen müssen. Ja. Suhu. Oh, nein. Okay, das war scheiße. Und das Ganze nochmal von vorne. Weil es doch so schön ist. Mann. Nicht weil es nicht nervig ist oder so, sondern weil es schön ist. So. Ich baller dir so lange in den Arsch, bis du platt bist, ey. Komm her. Komm her. Ja, komm. Na, komm. Richtig vorher, jawohl. Alter. Drecksfledermäuse, ey. Ah, verdammt. Ja. Und... Perfekt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Möglichkeit habe, ihn zu besiegen. Boah. Das ist doch schon mal... Okay, nein, das wird überhaupt nichts.
Ah. Okay, er ist wirklich einfacher. Danke, Killer Roos. Dein Tipp war wirklich klasse. Ha! Wie ich ihn weggenatzt hab, das war die Racke! Du Arsch! Geil. Oh yeah. Bingo. Perfekt. You get... Ich klick das immer weg. So, ich werde jetzt hier auch nochmal saven. Eine kurze Pause machen. Falls ihr das seht und Tipps habt, wen ich jetzt als nächstes machen sollte oder so, schreibt es mir. Ja? Ihr werdet auch namentlich erwähnt. Ne? Und nochmal herzliche Grüße an meinen Cousin, den Dennis. Dein Let's Play. Danke, dass du damals so viel Zeit mit mir in den Mega Man investiert hast. Wobei es nichts gebracht hat, weil ich bin jetzt wahrscheinlich noch schlechter wie damals. Wir sehen uns. Ciao, ciao.